Manfred hat eben schon ein paar Sätze gesagt und gebetet mit Blick auf das, was in Osteuropa passiert gerade, mit Blick auf auf den Krieg in der Ukraine. Und ich dachte, auch mit der Predigt jetzt einfach in unserer üblichen oder noch laufenden Themenreihe weiterzumachen, erschien mir unpassend und ich wollte dieses Thema gerne auch nochmal aufgreifen. Am letzten Montag haben über 1000 Schriftsteller und Schriftstellerinnen unterschiedlicher Nationen, darunter auch Literaturnobelpreisträger und auch etliche russische Autorinnen und Autoren einen offenen Brief geschrieben an ihre ukrainischen Kollegen, in dem sie sich mit ihnen solidarisieren und den Krieg verurteilen als einen Angriff auf Demokratie und Freiheit auf der ganzen Welt. Eine von diesen Schriftstellerinnen, Lyudmila Ulitskaya, eine der bekanntesten Schriftstellerinnen der aktuellen Zeit in Russland, hat in einem Interview gesagt: Ich bin in Zeiten des Krieges geboren und gehöre zu der Generation, die damit gerechnet hat, zu sterben, ohne den Krieg jemals wieder zu erleben. Wie schade, dass ich nicht vorher gestorben bin. Ein dramatischer Satz, der eine zerstörte Hoffnung ausdrückt. Ich dachte, es wäre vorbei. Ich dachte, wir würden keinen Krieg mehr erleben müssen. Ich dachte, der Frieden, den wir seit über 75 Jahren in Europa erleben, wäre von Dauer. Zu früh gefreut. Oder, so bitter sie das hier formuliert, zu lange gelebt. Wir sehen derzeit ständig Bilder im Fernsehen, von denen wir vielleicht dachten oder hofften, dass sie der Vergangenheit angehören. Väter verabschieden an Bahnhöfen ihre Familien, die vor dem Krieg flüchten. Babys, die in Luftschutzkellern zur Welt kommen. Bomben und Raketen auf Wohnhäuser und U-Bahn-Stationen. Nun ist Krieg ja global gesehen keine Ausnahme und nichts Neues, auch in unserer Zeit. Aber auf einmal ist er wieder ganz nah, räumlich und innerhalb unseres Kulturraums. Und mit der unerwarteten Nähe kommen auch manche Ängste wieder näher. Die Angst vor dem Größenwahnsinnigen, der mit dem roten Knopf droht. In Deutschland steigt die Nachfrage nach Jodtabletten sprunghaft an. Ist übrigens wenig ratsam, sich da selbst vorbeugend zu behandeln mit Jodtabletten, selbst im Fall eines Atomschlages. Und für manche Christen kommen auch Fragen auf in dieser Tage, die in der Vergangenheit schon oft gestellt wurden. Fragen, die so in die Richtung gehen: Ist das jetzt der Anfang vom Ende? Wird jetzt alles immer schlimmer und geht es nur noch bergab? Manche denken vielleicht an irgendwelche biblischen Prophetien und Endzeitreden. Und ganz vorne mit dabei ist natürlich immer die Offenbarung. Das letzte Buch der Bibel, wo auch viel von Kriegen und Umweltzerstörung und Seuchen und Naturkatastrophen und allem möglichen Ähnlichen die Rede ist. Manche bekommen über all dem ein sehr mulmiges Gefühl, eine ganz handgreifliche Angst, besonders wenn sie einen Blick werfen auf diese zum Teil wirklich verstörenden Beschreibungen der Offenbarung von todbringenden Reitern, von Drachen und anderen Fabelwesen. Es ist nicht einfach, mit diesem Buch umzugehen. Mit Sicherheit eines der kompliziertesten, wenn nicht das komplizierteste Buch der Bibel. Manche verheddern sich regelrecht in diesen Texten und steigern sich in so eine Art Weltuntergangspanik. Und man findet dann vielleicht immer wieder in den Nachrichten oder so irgendein Puzzleteil, das scheinbar in dieses große, etwas schaurige,
große Puzzle passt, von dem man noch nicht mal weiß, wie viele Teile das hat. Da ist dann erst diese Pandemie, jetzt ist Putins Krieg. Dann guckt man vielleicht ganz nervös, ah, was passiert denn gerade in Israel? Also manche sind da so ganz, ganz aufgebracht und aufgewühlt mit Blick auf dieses Buch der Offenbarung. Andere ignorieren dieses ganze Buch einfach komplett, weil es ihnen einfach gar nichts sagt, weil sie nicht den Eindruck haben, dass es irgendwas mit ihrem wirklichen Leben zu tun hat. Und ich glaube, beides, dieses sehr fokussiert auf die Offenbarung schauen und in die Nachrichten schauen, parallel am besten, und auf der anderen Seite auch das komplette Ignorieren, das wird beides der Offenbarung natürlich nicht gerecht. Ich möchte heute ein paar ganz kleine und relativ einfache Ausschnitte beleuchten, die aber sehr viel mit uns zu tun haben, mit unserer Welt, mit unserer Zeit, in der wir leben. Ein Ausschnitt, der vielleicht sogar so etwas wie ein Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung ist, der erklärt, wie wir sie verstehen und vor allem anwenden können. Und das, obwohl oder gerade weil es ziemlich irritierend losgeht mit diesem Text. Da lesen wir ganz am Anfang im ersten Kapitel der Offenbarung: Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest. Und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, soll sich bald erfüllen. So irritierend das vielleicht klingen mag, die Offenbarung macht glücklich. Das erstaunt vielleicht erstmal. Da geht es auch um weite Strecken um nichts anderes als um Kriege und Katastrophen. Und darüber sollen sich jetzt die Leser freuen? Was für eine Freude sollte das denn sein? Schadenfreude oder was? Ich habe von Christen reden hören, da konnte man fast denken, da konnte man das fast denken, dass es Schadenfreude irgendwie da auch mit reinspielt. Wenn manchmal Christen mit so einer großen Überheblichkeit, mit so einer moralischen Überheblichkeit über die Welt reden, die so verdorben und so schlecht ist, und darüber, dass die Welt einmal ihre gerechte Strafe bekommt, so als wären sie selbst schon längst nicht mehr Teil oder in dieser Welt, oder als wären sie wenigstens solidarisch mit ihr. Da kann man schon manchmal das Gefühl kriegen, dass da vielleicht eher Schadenfreude als Barmherzigkeit am Werk ist. Das ist natürlich völlig unpassend und unchristlich. Jesus hat gesagt, Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Also Schadenfreude kann das wohl kaum sein, die hier gemeint ist in diesem Bibeltext. Nein, die Freude kommt woanders her. Wie alle Bücher der Bibel wurde die Offenbarung ja erstmal nicht als biblisches Buch geschrieben, sondern als ein Brief an einige konkrete Gemeinden im damaligen Kleinasien. Das ist die heutige Türkei. 7 Gemeinden, die alle in den ersten Kapiteln mehrfach genannt werden. 7 ganz konkrete Adressaten. Und das alles zu einer ganz konkreten Zeit, nämlich gegen Ende des ersten Jahrhunderts. So ganz genau kann man es nicht sagen, aber es ist in einer Zeit, als die erste große und systematische Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Domitian entweder kurz bevorstand oder gerade schon mittendrin war, je nach Datierung. Die Offenbarung richtet sich also nicht zuerst an Menschen, die wie wir in einer Friedenszeit leben, und hält vor, wie schlimm alles werden wird, sondern sie richtet sich an verfolgte Christen im Römischen Reich. Und wenn dann zum Beispiel von einem Tier mit 10 Hörnern die Rede ist, das alles beherrscht und Anbetung einfordert, dann ergibt das durchaus Sinn, wenn man darin das Römische Reich erkennt, mit 10 Kaisern von der Zeit von Jesus bis zu diesem Kaiser Domitian, die die ganze Welt beherrschten und Anbetung einforderten. Die Offenbarung richtet sich zuerst an Menschen, die mittendrin stehen in den Schrecken der Welt.
und zeigt ihnen, dass die Schrecken ein Ende haben werden, dass die Tyrannen besiegt werden, dass keine Ungerechtigkeit vergessen wird und dass Gott dabei ist, die Welt auf sein Ziel zuzusteuern, auf seine Neuschöpfung, sein Friedensreich. Auch wenn man manchmal so wirklich gar nichts davon sehen kann. Ich glaube, je mehr wir erschrecken oder verzweifeln, vielleicht sogar über den Schrecken dieser Welt, desto mehr verstehen wir die Offenbarung richtig, nämlich als ein Trostbuch, eine Botschaft der Hoffnung im Angesicht des Todes, als gute Nachricht, also Evangelium. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine oder im Jemen oder in Syrien oder in Südsudan oder in Afghanistan oder Äthiopien oder wo sonst auf der Welt. Mit Blick auf all diese Kriege bedeutet das, trotz dem rücksichtslosen Wüten der Tyrannen und Warlords, trotz dem tausendfachen Töten und Sterben, wird es Gerechtigkeit geben und Frieden für alle, die sich danach sehnen. Denn Gott spricht das letzte Wort. Nicht die Kugeln, die Panzer und die Marschflugkörper. Gott spricht das letzte Wort und Gott schafft Gerechtigkeit und bietet jedem echten Frieden an. Kein Waffenstillstand, echten Frieden. Die Offenbarung macht glücklich. Und deswegen ist der legitime Umkehrschluss auch, wenn die Offenbarung nicht glücklich macht, wenn sie uns Angst macht, wenn sie unheimlich oder bedrohlich wirkt, dann haben wir sie falsch verstanden oder wir haben sie nicht ganz verstanden, nicht ganz zu Ende verstanden. Vielleicht, weil wir sie nicht zu Ende gelesen haben oder nicht vom Ende her gelesen haben. Vielleicht haben wir zu viel über Dinge gegrübelt, die wir nicht verstehen, oder uns zu wenig mit dem historischen Kontext beschäftigt, in dem sie entstanden ist. Aber die Offenbarung macht glücklich. Und zwar den, der sie liest oder hört, und den, der sich danach richtet, der ihre Botschaft umsetzt. Das klingt jetzt vielleicht überraschend aktiv. Also nicht so sehr nach dem Entziffern irgendwelcher Mysterien, nicht so sehr nach Zahlen, Mystik und Fabelwesen, sondern nach konkreten Aktionen. Und eine der wichtigsten Aktionen macht der Autor Johannes selbst vor, nämlich er schaut auf Jesus. Schreibt er ganz am Anfang: Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist erfüllt, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Johannes beschreibt hier den Anfang seiner Vision, dieser ganzen Offenbarung, die er bekommt. Und er beschreibt, wie eine zutiefst markerschütternde Stimme, zu ihm redet. Und das Interessante ist, diese Stimme, die hört er hinter sich. Das ist eigentlich ein ungewöhnlicher Beginn für eine göttliche Vision. Der Empfänger, also der Hörer hier, der Johannes, oder Seher dann auch später, der muss sich erstmal umdrehen. Der muss wegsehen von dem, was ihm vor Augen liegt. Der muss wegsehen von dem irdisch Vordergründigen und hinsehen zu Jesus selbst. Und das ist die Blickrichtung der Offenbarung, die Blickrichtung, mit der wir dieses Buch auch verstehen können. Die Blickrichtung, mit dem wir
mit der wir die Geschichte der Menschheit verstehen können, die uns vordergründig betrachtet vielleicht nur sinnlos und zynisch vorkommt, die scheinbar endlos nach dem immer gleichen Muster abläuft, von Unterdrückung und Gewalt, von Krieg und Flucht, vom Sieg der Starken über die Schwachen. Diese Weltgeschichte, die aber aus Gottes Perspektive anders aussieht, nämlich nicht wie ein endloser Kreislauf, sondern vielleicht eher wie eine Spirale, die sich steigert, aber die ein Ende hat. Wie Geburtswehen. Nur wenn wir auf Jesus sehen, haben wir das Wesentliche im Blick. Nur dann verstehen wir die Weltgeschichte richtig. Und dann haben wir die richtige Sicht von den wirklich bedeutsamen Tatsachen. Denn Jesus trägt ein breites goldenes Band um die Brust und steht zwischen sieben Leuchtern. Was soll das heißen? Hier zeigt sich diese typische Symbolik der Offenbarung, die die damaligen Hörer direkt verstanden haben und die für uns vielleicht nur irgendwelche merkwürdigen Bilder sind. Das goldene Band um die Brust und das lange Gewand, die erinnern die Hörer an den Hohepriester im Tempel. Ich habe hier mal ein Bild von so einem Hohepriester, so eine Beschreibung, so eine Grafik. Und da sieht man, dass dieser Hohepriester in der Mitte, der hier aufrecht steht, dass er so ein goldenes Rechteck vor der Brust hat. Und auf diesem Rechteck sind 12 Edelsteine, die alle die 12 Stämme Israels symbolisieren. Die trägt er als ein goldenes, wie so einen goldenen Schild auf der Brust. Und er trägt ein fußlanges Gewand. Ist auch nicht üblich. Im Orient ist es sehr unanständig, die Füße zu zeigen. Am schlimmsten die Fußsohlen, aber auch so, wenn man sich würdig nähern will, ein Priester, der vor Gott steht, der bedeckt nach Möglichkeit seine Füße. Also das ist das, was die Hörer oder Leser des Johannes vor Augen hatten. Wenn sie von diesem Mann mit dem goldenen Band um die Brust, wenn Sie davon hören, das erinnert Sie an den Hohepriester, der einmal im Jahr direkt vor Gott steht, im Allerheiligsten des Tempels und für die Menschen eintritt, der die Verbindung zwischen Menschen und Gott ermöglicht. Also einer von uns, ein Mensch wie wir. Und noch viel mehr, einer für uns, einer, der für uns eintritt, der zu uns hält. Und die sieben Leuchter werden später dann erklärt. Das sind die sieben Gemeinden, an die die Offenbarung adressiert ist. Und das bedeutet, Jesus ist mitten unter ihnen. Sie sind nicht verlassen in ihrer Bedrängnis. Jesus sieht sie, er hat sie direkt vor Augen. Er ist die ganze Zeit da. Was für eine unglaublich schöne Botschaft für die Gemeinden in der Verfolgung. Jesus ist einer von ihnen, ist auf ihrer Seite, hält fest zu ihnen und tritt vor Gott für sie ein. Jesus ist unter ihnen, bei ihnen und sie sind nie allein. Er hat sie stets vor Augen, er hat sie immer im Blick, auch wenn sie sich noch so verlassen fühlen. Diese Beschreibung Jesu geht dann noch weiter, aber schon hier wird klar, nur mit dem Blick auf Jesus ergibt die ganze Geschichte einen Sinn. Nur mit dem Blick auf ihn ist der ganze Rest überhaupt zu ertragen. Nur mit dem Blick auf ihn kann man alles aushalten, was da noch kommt. Und mit dem Blick auf ihn brauchen wir keine Angst zu haben. Da lesen wir weiter. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte:
Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Du wirst nun vieles gezeigt bekommen. Einiges davon betrifft die Gegenwart, anderes wird erst später geschehen. Schreibe alles auf. Ja, Johannes sieht Jesus, der hier noch weiter beschrieben wurde. Ich habe einen Teil davon weggelassen. Aber für ihn, für Johannes ist diese Erscheinung, die hier beschrieben wird, so gewaltig, dass er überwältigt zu Boden fällt. Und diese überwältigende Gestalt aus gleißendem Licht berührt Johannes und sagt die Worte, die immer wieder die Begegnung von Menschen mit Gott oder dessen Boten begleiten. Fürchte dich nicht. Keine Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst vor den irdischen Schrecken zu haben. Denn ich werde sie alle beenden. Sie sind nicht das Ende. Ich bin der Anfang und das Ende. Und alles Irdische ist vielleicht nicht egal, denn es wird auch gerecht beurteilt werden. Aber es ist zweitrangig. Es ist nicht endgültig. Nur ich bin endgültig. Du brauchst keine Angst vor den irdischen Schrecken zu haben und du brauchst auch keine Angst vor dem Tod zu haben. Denn ich habe die Schlüssel zum Totenreich und ich befreie dich daraus. Ich stehe auch nicht distanziert und gleichgültig dem Tod gegenüber, sondern ich war selber tot. Ich habe ihn selbst durchgemacht. Und du brauchst nicht mal Angst vor mir zu haben, der größten und beeindruckendsten Gestalt in diesem Universum oder vielmehr jenseits dieses Universums. Denn ich bin auf deiner Seite, ich komme dir nah und ich beuge mich zu dir herunter, wenn du am Boden liegst. So gewaltig, blendend und überwältigend. So liebevoll und nahbar und tröstlich. So begegnet Jesus dem Johannes. Und jetzt erst aus dieser Perspektive heraus, erst nach dieser Begegnung mit Jesus selbst, erst jetzt zeigt Jesus ihm die Zukunft, die für uns verwirrend vielleicht ist und schwer zu verstehen und kompliziert. Die übrigens für Johannes Zeitgenossen deutlich einfacher zu verstehen war. Vielleicht etwas verschlüsselt, falls es in falsche Hände gerät, aber mit einer klaren Botschaft. Nämlich mit der klaren Richtung zum Ende hin. Nicht endlos im Kreis, sondern mit dem Ziel, dass Gott etwas Neues schafft. Vieles davon betrifft die Gegenwart, die damalige Gegenwart. Anderes betrifft die damalige Zukunft. An welcher Stelle wir heute stehen, in welcher Reihenfolge oder wann das im Einzelnen beschriebene eintrifft, inwieweit es sich überhaupt bei all dem um einzelne aufeinanderfolgende Ereignisse sich handelt oder vielleicht mehr um immer wiederkehrende Grundmuster der Geschichte oder um sich wiederholende und steigernde und sich zuspitzende Entwicklungen. All das kann und will die Offenbarung im Einzelnen gar nicht sagen. Generationen von Theologen haben hier auf die verschiedensten Antworten gegeben und ich werde jetzt keine kurze, nicht die kurze richtige Antwort darauf geben. Vielleicht würde es aber manchen beruhigen, zu sehen, wie konkret sich manche düsteren Prophezeiungen wohl schon zur damaligen Zeit erfüllt haben. Ich habe eben schon sowas erzählt. Und deshalb finde ich auch diese oft relativ oft gestellte Frage so müßig, die Frage, ob wir denn in der Endzeit leben. Natürlich tun wir das. Schon seit dem ersten Jahrhundert leben wir in der Endzeit. Im ersten Vers, den wir uns heute angeguckt haben, hieß es, was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Und natürlich hat es längst begonnen, sich zu erfüllen. Es wird nicht irgendwann beginnen,
Und wir werden kaum mal etwas aus den Nachrichten hundertprozentig eins zu eins zuordnen können. Und erst recht nicht daraus Rückschlüsse ziehen können, wie nah das Ende denn jetzt ist. Das kann und will biblische Prophetie nicht sagen. Und übrigens konnte auch Jesus das seinen Jüngern nicht sagen, wann denn das Ende kommt. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Also Jesus macht ziemlich deutlich, die Absicht biblischer Prophetie, noch nicht mal die Absicht seiner Prophetien und auch nicht die Absicht der Offenbarung, ist es, uns zu sagen, wie lange diese Geburtswehen noch dauern und wann die Geburt endlich abgeschlossen ist. Es ist nicht die Absicht der Offenbarung, uns einen Fahrplan zu geben und zu zeigen, an welcher Stelle wir stehen und was noch alles kommt, sodass wir beim Blick in die Nachrichten zusammenzucken und Angst kriegen vor dem Weltuntergang. Wir brauchen keine Angst zu haben. Die Absicht der Offenbarung ist es, uns Mut zu machen, uns Hoffnung zu geben, uns glücklich zu machen und uns zu zeigen, dass die Wehen irgendwann vorbei und vergessen sind, weil Jesus Gerechtigkeit und Frieden schaffen wird. Gerechtigkeit und Frieden, für die der Tod kein Hindernis ist. Weil Jesus diese Welt in der Hand hält, auch wenn manchmal nichts danach aussieht. Welche Folgen hat der neue Krieg in Europa? Wie lange schaffen wir es noch, den Planeten bewohnbar zu erhalten? Wann und wie werden wir sterben? Wann kommt Jesus wieder? Keine Ahnung. Und es ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir den Blick auf Jesus richten, der so unerschütterlich an unserer Seite steht. Und der so gleißend hell und überwältigend und gleichzeitig so liebevoll und nahbar ist. Lasst uns keine Angst haben, sondern unerschrocken mit ihm leben und auch im Angesicht von Seuchen und Kriegen und Krisen sein Reich weiterbauen, seine Gemeinschaft feiern und zum Leben mit ihm einladen, weil er der Anfang und das Ende ist. Und wenn das Ende nahe ist, dann ist er nahe. Amen.